hätte gerade Lust, etwas aufzureißen. Also, wir haben hier ein Paket von Zalando. Ich habe keine Ahnung, was da drinnen ist, aber das finden wir schon raus. Allgemein muss man sagen, dass wahrscheinlich sehr viele diese Zalando-Packung eh kennen werden von der unvergesslichen Werbung. Das Paket ist gebrandet, wie man hier sieht, Zalando, und das im obligatorischen Orange verschiedene Klamotten aufgezeichnet, was ein bisschen an die Werbung erinnert, wo die Klamotten so rumfliegen. Genau. Ansonsten ist es aber in schlichten Beige weiß gehalten und eine ganz normale Versandverpackung, wie jede andere auch. Hier oben haben wir vorgeprägt eine Lasche zum Aufziehen, damit wir das Paket aufmachen können. Und genau. Ansonsten ist es eigentlich relativ leicht. Also vermutlich ist keine schwere Jeans drin oder so. Aber gut, dann wachen wir mal auf. Ja, das ging ja schon mal sehr leicht. Aufmachen, zack, zack. Und schon hat man den Karton offen. Jetzt habe ich erstmal einen Gutschein für irgendwelche Brillen, keine Ahnung. Ja, interessiert mich jetzt nicht wirklich, weil ich kein Brillenträger bin. Finde ich auch ein bisschen, ja, ziemlich wahllos. Ja, hier mein Bestellschein, mein Rücksendeschein. Und hier, ein Katalog von Zalando. Ja, kann ich mir gleich mehr bestellen, wenn ich dann schon mal dabei bin. Ich stelle gerade fest, es ist hauptsächlich für Sportklamotten. Ja, dann als nächstes habe ich erstmal ziemlich viel Luftpolsterfolie. Oder ja, sehr viel Verpackung, was mich schon wieder nervt, weil, wie ihr seht, mein Tisch schon zu klein wird und ganz unten am Boden meine Tasche ist. Ja, ziemlich klein für diese große Verpackung. Was ich mir jetzt gerade frage, wieso brauche ich so eine Schachtel, wenn ich das meiste doch nur mit Luftpolsterfolie zumache? Ja, und an sich ist es ja innen auch nichts mehr Besonderes. Also, ich habe hier meine Luftpolsterfolie, einen Katalog, meinen Bestellschein, einen Gutschein und eine Mini-Handtasche in diesem Karton. Ja, allgemein ein bisschen zu viel. Wenn ich es jetzt zurücksenden möchte, kann ich es eigentlich ganz einfach wieder zurückmachen und zusammenkleben. Aber ich brauche trotzdem wieder Klebeband. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ist, dass meine Tasche ja nochmal eingepackt ist. Und zwar mit einem wieder verschließbaren System. Genau. Das fand ich ganz, ganz cool, weil dann darf ich diese Folie wieder kaputt machen, um zu der Tasche zu kommen. Und ich brauche sie auch nicht wieder zuzukleben, wenn ich es zurücksenden will. Genau. Das war's. Dankeschön.